Spade and Archer. Ja, mein Schatz. Draußen ist ein Mädchen, das möchte Sie sprechen. Wanderley heißt sie. Eine Kundin. Sieht so aus. Sie werden sie sehen wollen, die reißt sie vom Stuhl. Immer herein mit ihr, mein Engel, immer herein. Der Malteserfalke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Erstteil. Was kann ich für Sie tun, Miss Wanderley? Könnten Sie... Ich dachte... Das heißt, ich... Wie wär's, wenn Sie alles von Anfang an erzählen? Das war in New York. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ihn kennengelernt hat. Ich meine, ich weiß nicht, wo in New York. Sie ist 5 Jahre jünger als ich und wir haben nicht dieselben Freunde. Ich glaube, wir haben uns nie so nahe gestanden, wie Schwestern das eigentlich sollten. Mama und Papa sind in Europa. Es bringt sie um. Ich muss sie zurückholen, ehe sie nach Hause kommen. Ja. Sie kommen am 1. Dann haben wir noch 2 Wochen. Ich habe nicht gewusst, was sie getan hat, bis ihr Brief kam. Ich war entsetzt. Ich habe ihr ein Telegramm geschickt und sie gebeten, nach Hause zu kommen. Ich habe es hierher geschickt, postlagernd. Das war die einzige Adresse, die ich hatte. Eine ganze Woche habe ich gewartet. Keine Antwort, kein einziges Wort. Deshalb bin ich nach San Francisco. Ich habe ihr geschrieben, dass ich komme. Das hätte ich lieber nicht tun sollen. Vielleicht nicht. Sie haben sie nicht gefunden? Nein. Gestern Nachmittag bin ich zum Postamt. Ich bin dort geblieben, bis es dunkel wurde. Heute früh bin ich wieder hin. Ich habe Corinne nicht gesehen. Dafür aber Floyd Thursby. Mhm. Er wollte mir nicht verraten, wo Corinne ist. Er hat gesagt, sie will mich nicht sehen. Das kann ich nicht glauben. Er hat versprochen, ihr zu erzählen, dass er mich getroffen hat. Und sie zu mir zu bringen. Und zwar heute Abend ins Hotel. Er hat gesagt, er weiß, dass sie nicht kommt. Er hat aber versprochen, selbst zu kommen, wenn sie nicht will. Er... Oh. Entschuldigung. Schon recht, Miles. Komm rein. Miss Wanderley, das ist Miles Archer, mein Partner. Angenehm. Guten Tag. Miss Wanderleys Schwester ist aus New York mit einem Burschen namens Floyd Thursby durchgebrannt. Sie sind hier. Miss Wanderley hat Thursby getroffen und ist für heute Abend mit ihm verabredet. Vielleicht bringt er die Schwester mit, wahrscheinlich aber nicht. Miss Wanderley möchte, dass wir die Schwester finden, ihm entreißen und auf den Heimweg bringen, richtig? Ja. Miss das dürfte Wanderley kein Problem sein. Wir werden heute Abend einen Mann vor ihr Hotel beordern. Der wird ihm auf den Fersen bleiben, bis er uns zu ihrer Schwester geführt hat. Wann will er sie aufsuchen? Nach 8. In Ordnung, Miss Wanderley. Wir werden einen Mann dorthin beordern. Mrs. Spade, könnten nicht Sie oder Mr. Archer? Ich erwarte natürlich, dass ich dafür mehr bezahlen muss. Reichen $200? Reichen. Miss Wanderley, ich werde mich persönlich drum kümmern. Tod im Nebel. Hallo. Ja, am Apparat. Tod. Ja. In 15 Minuten. Was suchen Sie hier? Ich bin Sam Spade. Tom Paulhaus hat mich angerufen. Ah, natürlich. Ich habe Sie erst nicht erkannt. Sie sind da hinten. Hallo, Sam. Hab mir gedacht, du willst sie noch sehen, ehe wir ihn fortschaffen. Danke, Tom. Was passiert? Genau durch die Pumpe. Mit dem da. In Wembley. Englisch, nicht wahr? Wembley, Fosbury.
Automatischer Revolver, 38er, 8 Schuss, wird nicht mehr hergestellt. Wie viele sind raus? Eine Kugel. Miles muss schon tot gewesen sein, als er durch den Zaun hier brach. Er hat ihn gefunden. Der Mann auf Streife, Schilling. Hat jemand den Schuss gehört? Herrgott, nochmal, wir sind doch auch erst gekommen. Sicher hat ihn jemand gehört. Wir müssen ihn nur noch finden. Miles' Kanone war in der Hüfttasche, dicht abgefeuert. Sein Mantel war zu. In seinen Taschen waren 160 Eier und ein paar zerquetschte. War er im Dienst, Sam? Er sollte einen Typ namens Floyd Thursby beschatten. Weswegen? Weswegen, Sam? Ich muss los. Oder willst du es seiner Frau beibringen? Blöd für ihn, dass es so kam. Miles hatte sicher seine Fehler, wie wir alle. Aber ich schätze, er muss auch ein paar gute Seiten gehabt haben. Wird wohl so gewesen sein. Hallo, Tom. Hallo, Lieutenant. Kommt rein. Auch das Verbrechen. Hast du es mal als Frau beigebracht? Mhm. Wie hat sie es aufgenommen? Ah, von Frauen verstehe ich nichts. Ausgerechnet du. Was für eine Kanone tragen Sie bei sich? Keine. Ich mag die Dinger nicht besonders. Im Büro sind natürlich welche. Eine davon hätte ich gerne gesehen. Sie haben nicht zufällig eine hier. Sehen Sie sich um, stellen Sie die Bude auf den Kopf, wenn Sie einen Haussuchungsbefehl haben. Nur red keinen Quatsch, Sam. Was wollen Sie, Dundee? Wer ist Thursby? Was ich über ihn weiß, habe ich Tom schon erzählt. Tom, haben Sie verdammt wenig erzählt. Ich weiß auch verdammt wenig. Warum haben Sie ihn beschattet? Miles hat ihn beschattet. Und zwar aus einem ziemlich einleuchtenden Grund. Wir haben einen Klienten und der zahlt für seine Beschattung. Wer ist dieser Klient? Aber. Sie sagen es mir jetzt, oder Sie werden es vor Gericht sagen müssen. Schließlich geht's hier um Mord. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich geheult habe, wenn ein Bulle mich nicht leiden konnte. Sam, jetzt... Was juckt eigentlich deinen jungen Freund? Das will ich Ihnen sagen. Genau 35 Minuten, nachdem Sie die Burrell Street verlassen hatten, wurde Thursby vor seinem Hotel niedergeschossen. Tom sagt, Sie hatten so eilig, dass Sie nicht mal einen Blick auf Ihren Partner werfen wollten. Verdammt nochmal, Sam, du konntest ja nicht schnell genug wegkommen. Sie sind auch nicht zur Archer nach Hause, um es seiner Frau zu sagen. Wir haben dort angerufen. Ihre Sekretärin war da. Ich gebe Ihnen 10 Minuten, um an ein Telefon zu gehen und mit Ihrer Sekretärin zu sprechen. Weitere 10 Minuten für den Weg zu Thursbys Bude. Und damit bleiben Ihnen gute 10 bis 15 Minuten, um Thursby aufzulauern. Ich wusste, wo er wohnt. Wann sind Sie nach Hause gekommen? 4:20. Bin herumgelaufen und hab nachgedacht. Wo sind Sie herumgelaufen? Die Bush Street. Rauf und wieder runter. Haben Sie jemand gesehen? Nein, keine Zeugen. Sie haben Ihr Glas noch nicht ausgetrunken, Lieutenant. Noch einen, Tom? Nein, danke, Sam. Sie haben noch nicht genug beisammen, um mich einlochen zu können. Was, Dundee? Drei Frauen. Sie ist da drin. Ich hab dich doch gebeten, sie mir vom Leib zu halten. Ja, aber Sie haben mir nicht gesagt, wie. Stellen Sie sich nicht so an, Sam. Ich hab sie die ganze Nacht auf dem Hals gehabt. Tut mir leid, mein Engel. Ich hab... Hallo, Iva. Oh, Sam. Küss mich, Sam. Mein armer Liebling. Hast du es mal als Bruder gesagt? Heute Morgen gekommen. Oh, Sam. Hast du ihn umgebracht? Sei lieb zu mir, Sam. Du hast meinen Mann umgebracht, Sam. Sei lieb zu mir. Du hättest nicht herkommen sollen. Bitte, das war Sam. Nicht klug. Bitte. Du kannst nicht bleiben. Kommst du heute Abend? Nicht heute Abend. Bald? Bald.
bald. Sobald ich kann. Auf Wiedersehen, Ivar. Nun, wie sind Sie mit der Witwe zurechtgekommen? Sie glaubt, ich hätte Miles erschossen. Damit Sie sie heiraten können. Die Polizei glaubt, ich hätte Thursby erschossen. Werden Sie Ivar heiraten? Wird kein Stuss. Sie hält es nicht für Stuss. Warum sollte sie auch? Ich wünschte, ich hätte sie nie gesehen. Ja, jetzt vielleicht. Ich weiß nie, was ich mit Frauen reden oder machen soll, außer eben das eine. Außerdem konnte ich Miles nicht leiden. Das ist gelogen, Sam. Halten Sie es für möglich, dass sie ihn getötet hat? Und wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass Ihre Ivar erst ein paar Minuten zu Hause war, als ich heute früh um 3 bei ihr aufgekreuzt bin, um sie schonend auf ihr herbes Schicksal vorzubereiten? Aha. Sie hat mich vor der Tür warten lassen, während sie sich ausgezogen hat. Ich habe ihre Kleider gesehen auf einem Stuhl. Hut und Mantel lagen zu unterst. Ihre Bluse oben, die war noch warm. Sie hat gesagt, sie hätte geschlafen, aber das hat nicht gestimmt. Das Bett war aufgewühlt, aber die Falten kamen nicht vom Liegen. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Sind Sie gestern Nacht mit ihr zusammen gewesen? Nein. Ehrlich? Ehrlich. Benimm dich nicht wie Dundee, Schätzchen, das steht dir nicht. Ach, sehen Sie mich an, Sam! Sie meinen immer, Sie wissen genau, was Sie tun. Aber Sie sind cleverer, als Ihnen gut tut. Und eines Tages werden Sie auf Ihrer Cleverness ausrutschen. Übrigens, Miss Wanderley hat angerufen. Was hat sie gesagt? Sie möchte Sie sehen. Sie wohnt im Coronet in der California Street, Apartment 1001. Sie sollen nach Miss LeBlanc fragen. Das werde ich tun, mein Schatz. Lass inzwischen das Spade und Archer von der Bürotür entfernen und durch Samuel Spade ersetzen. Ja? Morgen. Treten Sie ein, Mr. Spade. Der schwarze Vogel. Mr. Spade, ich muss Ihnen ein ganz, ganz schreckliches Geständnis machen. Ach, das. Wir haben Ihre Geschichte sowieso nicht geglaubt. Was? Wir haben an Ihre $200 geglaubt. Sie meinen... Ich meine, Sie haben mehr gezahlt, als wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten. Und zwar so viel mehr, dass wir auch bestimmt anbeißen, Miss Wanderley oder LeBlanc. O'Shaughnessy. Ich heiße Bridget O'Shaughnessy. Das Dumme ist bloß, Miss O'Shaughnessy. 2 Morde sind so zusammengetroffen, dass die Polizei glaubt, bis zum Äußersten gehen zu können. Hab ich Schuld an gestern Abend? Ich würde sagen, es war nicht Ihre Schuld. Danke. Ich werde mir immer Vorwürfe machen. Mr. Archer war gestern Nachmittag noch so lebendig. Hören Sie auf! Er wusste, was er tat. Er ist nun mal unser Risiko. War er verheiratet? Ja, mit $10,000 Lebensversicherung. Ohne Kinder und mit einer Frau, die ihn nicht leiden konnte. Was erzählen wir nun der Polizei? Müssen Sie denn überhaupt von mir erfahren? Ich glaube, ich würde ein Verhör jetzt nicht überstehen. Könnten Sie nicht... Vielleicht... Doch dann müsste ich wissen, worum es eigentlich geht. Ich vertraue Ihnen, aber ich kann es Ihnen nicht erzählen. Ich habe Angst. Nein, nein, missverstehen Sie mich nicht. Ich vertraue Ihnen schon, aber ich habe Floyd vertraut und Mr. Spade, Sie können mir helfen.
Ich weiß, ich bin nicht fair zu Ihnen, aber seien Sie großzügig, Mr. Spade. Verlangen Sie das nicht von mir. Sie sind stark. Sie sind findig. Sie sind mutig und unerschrocken. Sie brauchen keine Hilfe. Sie sind nämlich gut. Sie sind sogar klasse. Besonders Ihre Augen, wenn Sie sowas sagen wie, seien Sie großzügig, Mr. Spade. Das habe ich verdient. Ich habe ja selbst Schuld, dass Sie mir nicht mehr glauben können. Was ist letzte Nacht passiert? Floyd kam um 9 ins Hotel. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich hatte das vorgeschlagen, damit Mr. Archer sich ihn ansehen kann. In einem Restaurant in der Geary Street waren wir essen und tanzen. Und so gegen 12:30 sind wir zum Hotel zurück. Floyd hat sich am Eingang verabschiedet und ich habe noch von drinnen gesehen, wie Mr. Archer ihm gefolgt ist. Und dann? Dann bin ich schlafen. Und heute Morgen habe ich die Schlagzeilen in den Zeitungen gesehen. Dann bin ich zum Union Square, habe mir ein Mietauto genommen und bin damit zum Hotel mein Gepäck holen. Nachdem gestern bemerkt hatte, dass mein Zimmer durchsucht worden war, musste ich umziehen. Also bin ich ins Coronet und habe ihr Büro angerufen. Ihr Zimmer im St. Mark wurde durchsucht? Ja. Während ich in ihrem Büro war. Eigentlich wollte ich Ihnen das gar nicht erzählen. Das heißt, ich soll Sie nicht weiter ausfragen? Ich habe nichts dagegen, Ihnen blind zu vertrauen. Aber ich kann Ihnen natürlich nicht helfen, wenn ich nicht ungefähr weiß, worum es eigentlich geht. Zum Beispiel müsste ich ein paar Anhaltspunkte über Ihren Floyd Thursby haben. Ich habe ihn im Orient kennengelernt. Wir sind letzte Woche aus Hongkong hier angekommen. Er hatte mir versprochen, mir zu helfen. Aber er hat mich verraten. Verraten? Warum wollten Sie ihn beschatten lassen? Ich wollte wissen, wie weit er schon gegangen war. Ich wollte wissen, was er tat, mit wem er sich traf und so weiter. Hat er Archer ermordet? Aber sicher. Er hatte eine Luger in seiner Schulterhalfter. Archer wurde nicht mit einer Luger erschossen. In seiner Manteltasche hatte er einen Revolver. Haben Sie ihn gesehen? Oft genug. Warum so viele Kanonen? In Hongkong hat man erzählt, er sei Leibwächter eines Glücksspielers, der die Staaten verlassen musste. Floyd ist immer schwer bewaffnet rumgelaufen und nie schlafen gegangen, ohne vorher zusammengeknülltes Zeitungspapier um sein Bett zu streuen. Da haben Sie sich ja einen reizenden Freund ausgesucht. Nur einer dieser Sorte hätte mir helfen können, wenn er loyal gewesen wäre. Wie tief sitzen Sie in der Tinte? So tief, wie es nur geht. Ich bin nicht Christus. Ich kann nicht aus Wasser Wein machen. Der Tag geht rum und Sie haben mir immer noch nichts gegeben, womit ich arbeiten kann. Wer hat Thursby umgebracht? Ich weiß nicht. Ihre oder seine Feinde? Ich weiß nicht. Hoffnungslos. Ich kann nichts für Sie tun. Ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben. Ich werde sehen müssen, wie ich alleine zurechtkomme. Wie viel Geld haben Sie? Noch ungefähr $500. Geben Sie es mir. Das sind nur 400. Ich muss doch was zum Leben haben. Können Sie mir beschaffen? Nein. Sie müssen noch etwas haben, was sich zu Geld machen lässt. Ich habe noch ein paar Ringe, ein bisschen Schmuck. Na also, den werden Sie versetzen. Das Remedial ist dafür die beste Adresse, Ecke 5th und Mission Street. Draußen ist ein Mr. Joel Cairo. Ja, und? Maiglöckchen. Der Kerl ist schwul. Dann nur herein mit ihm, Schätzchen. Setzen Sie sich, Mr. Cairo. Ich danke Ihnen. Was kann ich für Sie tun, Mr. Cairo? Darf ich als Fremder Ihnen mein Beileid zu dem unglücklichen Tod Ihres Partners zum Ausdruck bringen? Danke.
Darf ich Sie fragen, Mr. Spade, ob eine gewisse Beziehung zwischen diesem unglückseligen Ereignis und dem ein wenig später erfolgten Tod dieses Mannes namens Thursby besteht, wie das die Zeitungen andeuten? Ich bitte um Verzeihung. Mehr als nur müßige Neugier hat mich zu dieser Frage veranlasst, Mr. Spade. Ich versuche, ein Zierstück wieder zu beschaffen, das, nun sagen wir mal, abhanden gekommen ist. Ich dachte und hoffte, Sie könnten mir dabei behilflich sein. Dieses Zierstück ist eine Statuette, die schwarze Figur eines Vogels. Ich bin bereit, im Namen des rechtmäßigen Eigentümers der Figur die Summe von $5,000 für ihre Wiederbeschaffung zu zahlen. $5,000 ist eine Menge Geld, es. Herein! Noch irgendwelche Wünsche? Nein, gute Nacht, schließen Sie bitte ab, wenn Sie gehen. Gute Nacht. Wie gesagt, Mr. Cairo, $5,000. Sie wollen bitte Ihre Hände im Nacken verschließen? Der Levantiner. Ich habe die Absicht, Ihre Büroräume zu durchsuchen, Mr. Spade. Ich warne Sie. Ich werde ohne weiteres auf Sie schießen, falls Sie mich daran zu hindern versuchen. Fangen Sie schon an. Sie wollen sich bitte erheben. Ich muss mich überzeugen, dass Sie nicht bewaffnet sind. Was kommt davon, Maiglöckchen, wenn man fremden Männern an die Fische geht? Nur mal sehen, was Maiglöckchen so alles zu bieten hat. Büffelleder, nicht schlecht. $365. Drei 5-Pfund-Noten. Ein griechischer Pass. 5 Bogen. Rosa Luftpostpapier. Mit vermutlich arabischen Schriftzeilen. Ah. Ein Artikel über die Morde an Miles und Thursby. Kaufmann von Venedig. Orchesterplatz im Kiri-Theater. Für heute Abend. Nicht schlecht. 3 Taschentücher. Maiglöckchen. Eine Taschenuhr, Platin, Marke Longines, ein Füllfederhalter aus Silber und Onyx, ein Metallkamm im Futteral, eine Nagelfeile im Futteral, ein Gepäckschein der Southern Pacific, ein Bogenschreibpapier des Belvedere. Sieh an, mit meiner Adresse. Ich hätte Sie erschießen können, Mr. Spade. Sie hätten es versuchen können. Ich habe es nicht versucht. Ich weiß. Warum haben Sie mich dann geschlagen, nachdem ich entwaffnet war? Tut mir leid, aber stellen Sie sich meine Bestürzung vor, als ich feststellen musste, dass Ihr $5,000-Angebot nur aus Luft besteht. Da irren Sie sich, Mr. Spade. Ich bin nach wie vor bereit, $5,000 für die Rückgabe der Figur zu zahlen. Sie haben sie? Nein. Wenn sie nicht hier ist, warum sollten Sie dann eine ernstliche Verletzung riskiert haben, um mich an der Suche danach zu hindern? Ich soll mich stillhalten, wenn Leute hier reinkommen und mir ihre Kanone unter die Nase halten. Sie haben mir die Adresse meiner Wohnung. Schon dort gewesen? Ja, Mr. Spade. Ich bin zwar bereit zu zahlen, aber es ist doch wohl nur natürlich, dass ich zuerst versuche, dem Eigentümer diese Ausgabe nach Möglichkeit zu ersparen. Wer ist das? Sie werden mir verzeihen müssen, wenn ich Ihnen diese Frage nicht beantworte. In Ihrer Brieftasche ist nichts, was nach $5,000 aussieht. Ich sehe,
Sie wünschen eine Sicherheit für meine Aufrichtigkeit. Ein Vorschuss? Würde das Ihre Zweifel zerstreuen? Vielleicht. Würden, sagen wir, $100 genügen? Sagen wir 200. Wie Sie wünschen. Erster Tipp war, ich habe den Vogel, da sind Sie auf dem Holzweg. Wie lautet Ihr zweiter? Dass Sie wissen, wo er sich befindet. Oder dass Sie wissen, wo Sie ihn herkriegen. Abgemacht. Sie zahlen mir meine Auslagen, während ich diesen schwarzen Vogel für Sie auftreibe. Und $5,000, wenn ich es geschafft habe. $5,000, abzüglich sämtlicher Vorschüsse. In Ordnung. Die Sache ist doch legal. Sie heuern mich doch nur an, um Ihnen das Ding zurückzuholen, nach Möglichkeit mit legalen Mitteln. Nach Möglichkeit? Und auf jeden Fall mit Diskretion. Sie erreichen mich im Belvedere, Zimmer 635. Ich hoffe zuversichtlich, Mr. Spade, dass aus unserer Verbindung der größte beiderseitige Nutzen erwächst. Darf ich meine Pistole wieder haben? Gewiss doch, hatte ich ganz vergessen. Hier. Ich danke Ihnen. Und jetzt wollen Sie bitte Ihre Hände auf der Schreibtischplatte liegen lassen? Ich beabsichtige, Ihre Büroräume zu durchsuchen. Dieser Grünschnabel. Den ganzen Tag hängt er schon an mir dran. War das heute sein? Wie immer. Ich muss nämlich zur Arbeit. Der zu klein geratene Schatten. Bringen Sie gute Nachrichten? Wir brauchen nichts mehr publik zu machen, was nicht schon publik gemacht ist. Die Polizei braucht also nichts von mir zu erfahren? Nein. Wie haben Sie das bloß fertiggebracht? Die meisten Dinge in San Francisco kann man kaufen. Oder sich einfach nehmen. Ich habe Joel Cairo heute getroffen. Sie? Sie kennen ihn? Ich habe ihn heute getroffen. Was hat er gesagt? Worüber? Über mich? Nichts. Er bot mir $5,000 für den schwarzen Vogel an. Und was haben Sie geantwortet? $5,000 ist eine Menge Geld. Natürlich ziehen Sie dieses Angebot nicht ernstlich in Erwägung. Warum nicht? $5,000 ist eine Menge Geld. Aber, Mr. Spade, Sie hatten versprochen, mir zu helfen. Gewiss. Aber haben Sie mit irgendeinem Ton einen schwarzen Vogel erwähnt? Aber Sie müssen es gewusst haben. Sonst hätten Sie es doch jetzt nicht gesagt. $5,000 ist viel mehr, als ich Ihnen jemals bieten könnte, wenn ich Ihre Loyalität kaufen müsste. Wenn ich Sie schon verhökern muss, warum nicht an den Meistbietenden? Ich habe Ihnen alles gegeben, was ich habe. Was verlangen Sie denn noch? Kann ich Sie vielleicht mit meinem Körper kaufen? Ich überleg's mir. Verdammt nochmal, das hat doch alles keinen Sinn. Will Ihnen ja helfen. Bis jetzt habe ich getan, was ich konnte. Wenn nötig, mache ich mit verbundenen Augen weiter. Aber ich kann's nicht, wenn ich nicht mehr Vertrauen zu Ihnen haben kann als jetzt. Ich muss mit Joel Cairo sprechen. Er ist im Theater. Seine Vorstellung ist bald zu Ende. Wir können ihn in seinem Hotel anrufen. Er kann nicht hierher kommen. Er darf nicht wissen, wo ich wohne. Dann bei mir. Glauben Sie, er kommt? Thank you.
ein G in der Luft. Gut. Dann richten Sie Mr. Cairo aus, er soll mich gleich nach seiner Rückkehr anrufen. Zu Hause, nicht im Büro. Mein Name ist Spade. Ja, die Nummer hat er. Machen Sie sich's bequem, Miss O'Shaughnessy. In der Zwischenzeit erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die sich vor einigen Jahren im Nordwesten abgespielt hat. Ein Grundstücksmakler namens Flitcraft hatte eines Tages sein Büro in Tacoma verlassen, um zum Lunch zu gehen, und war nicht mehr zurückgekommen. Eine Verabredung zum Golf für kurz nach vier hat er nicht eingehalten, obwohl er selbst dieses Spiel angeregt hatte, eine knappe halbe Stunde vor dem Lunch. Frau und Kinder sahen ihn nie wieder. Es hieß, er und seine Frau hätten sich ausgezeichnet verstanden. Er hatte zwei Jungen, der eine fünf, der andere drei. Das Haus in einem Vorort von Tacoma gehörte ihm, genauso wie ein neuer Packard. Und er besaß alles, was sonst noch zum Leben eines erfolgreichen Amerikaners gehört. Charles Flitcraft hatte $70,000 von seinem Vater geerbt und durch sein Grundstücksgeschäft auf rund $200,000 vermehrt. Seine Angelegenheiten waren geordnet, wenn auch nicht im Hinblick auf sein Verschwinden. Ein Geschäft, das ihm einen ansehnlichen Gewinn eingebracht hätte, stand zum Beispiel einen Tag vor dem Abschluss. Nichts ließ darauf schließen, dass er mehr als $50 oder $60 in der Tasche gehabt hatte. Er verschwand einfach, wie eine Faust, wenn man die Hand aufmacht. Ja, Mr. Cairo, hier ist Spade. Können Sie zu mir nach Hause kommen? Ja, jetzt gleich. Ja, das glaube ich schon. Miss O'Shaughnessy ist hier und möchte mit Ihnen reden. Gut, dann bis gleich. Er wird in ein paar Minuten hier sein. Also, das war 1922. Und 1927, ich arbeitete gerade für eine der großen Detektivagenturen in Seattle, kam eines Tages Mrs. Flitcraft in unser Büro und erzählte, jemand hätte in Spokane einen Mann gesehen, der ganz wie ihr Ehemann aussehe. Ich fuhr rüber. Es war Flitcraft. Er wohnte schon seit einigen Jahren in Spokane als Charles Pierce. Er besaß ein Automobilgeschäft, das ihm jährlich $20,000 bis $25,000 Reingewinn brachte. Ein Haus in einem Vorort von Spokane. Er hatte eine Frau und einen kleinen Jungen. Und während der Saison ging er meistens nach vier Golf spielen. Was war geschehen? Als er an jenem Tag in Tacoma zum Lunch ging, kam er an einem Geschäftshaus vorbei, das gerade gebaut wurde. Ein Balken oder sowas fiel vom 8. oder 10. Stock herunter und knallte direkt neben ihm auf den Bürgersteig. Er berührte ihn nicht, schlug aber ein Stück Stein vom Bürgersteig ab. Das flog hoch und traf ihn an der Wange. Es riss ihm nur ein Stück Haut ab, aber als ich ihm begegnete, hatte er noch die Narbe. Er bekam einen fürchterlichen Schreck, wie er sagte. Aber es war mehr der Schock. Ihm war, als hätte jemand den Deckel vom Leben abgehoben und ihn einen Blick ins Getriebe werfen lassen. Flitcraft war ein guter Bürger, Ehemann und Vater. Das Leben, das er kannte, war eine saubere, ordentliche, vernünftige, verantwortungsvolle Angelegenheit. Und jetzt hatte ein herabstürzender Balken ihm gezeigt, dass das Leben nichts von alledem war. Er, der gute Bürger, Ehemann und Vater, konnte rein zufällig von einem herabstürzenden Balken ausgelöscht werden. Da ging ihm auf, dass Menschen durch Zufälle sterben und nur leben, solange der blinde Zufall sie verschont. Was ihn aufregte, war die Entdeckung, dass er in der Ordnung seiner Angelegenheiten die Harmonie mit dem Leben nicht erreicht, sondern verlassen hatte. Er sagte, noch ehe er 6 Schritte von dem Balken weitergegangen war, hätte er gewusst, dass er nie wieder Frieden findet, solange er sich nicht auf diese neue Erkenntnis eingestellt hätte. Der blinde Zufall konnte sein Leben durch einen Balken beenden. Genau so zufällig wollte er sein Leben ändern, indem er einfach davonging. Er fuhr an diesem Nachmittag nach Seattle und von dort mit dem Schiff nach San Francisco. 2 Jahre wanderte er herum,
zog in den Nordwesten zurück, ließ sich in Spokane nieder und heiratete. Seine zweite Frau sah der ersten nicht ähnlich, aber in der Art waren beide ähnlicher als verschieden. Jene Art von Frauen, die ganz gut Golf und Bridge spielen und sich für neue Salatrezepte interessieren. Er bedauerte nicht, was er getan hatte. Es schien ihm ganz vernünftig zu sein. Ich glaube, ihm kam überhaupt nicht zu Bewusstsein, dass er wie selbstverständlich in dasselbe Gleis geraten war, das er in Tacoma fluchtartig verlassen hatte. Erst hat er sich auf herabstürzende Balken eingestellt, dann sind keine mehr herabgestürzt und prompt hat er sich darauf wieder eingestellt. Draußen steht ein Junge und beobachtet das Haus, Mr. Spade. Wie soll ich das verstehen? Ich hätte mir denken können, dass er wieder auftaucht. Hat er Sie reinkommen sehen? Natürlich. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, dann kommen Sie rein, Kaio. Es hat keinen Sinn, alles den Nachbarn vorzubeten. Es ist mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen, Miss O'Shaughnessy. Das glaube ich Ihnen gern, Joel. Sam hat mir von Ihrem Angebot für den Falken erzählt. Wie rasch können Sie das Geld flüssig machen? Ich kann es ohne weiteres bis, sagen wir, morgen Vormittag 10:30 beschaffen. Also? Ich habe den Falken nicht. Aber... Aber in spätestens einer Woche habe ich ihn. Für wen wollen Sie ihn denn kaufen? Das habe ich schon Mr. Spade gesagt. Für seinen Eigentümer. Sie sind also zu ihm zurück? Das war die logische Entwicklung. Warum, wenn ich mir eine Gegenfrage erlauben darf, wollen Sie an mich verkaufen? Weil ich Angst habe, nach dem, was Floyd zugestoßen ist. Das ist auch der Grund, warum ich den Falken jetzt nicht habe. Ich habe Angst, ihn auch nur anzurühren, außer um ihn unverzüglich jemand anders auszuhändigen. Wie ist das mit Floyd eigentlich passiert? Das große G. Aha. Ist er hier? Ich weiß nicht. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Es könnte einen himmelweiten Unterschied bedeuten. Für Mr. Spade. Oder für mich. Oder für Sie. Und ganz bestimmt für den Jungen vor dem Haus. Ja. Wenn es nicht der ist, den Sie in Konstantinopel hatten. Den Sie nicht vernaschen konnten. Das ist jetzt das zweite Mal, dass Sie Hand an mich legen, Mr. Spade. Ja, und wenn man Ihnen eine scheuert, werden Sie sich damit abfinden. Wer ist das? Ich weiß nicht. Bleiben Sie ruhig. Hallo, Sam. Wir dachten, du bist vielleicht noch auf. Gute Zeit für Hausbesuche. Worum geht's diesmal? Wir wollen mit Ihnen reden. Schießen Sie los. Wir müssen das doch nicht hier im Stehen machen, oder? Ihr könnt nicht rein. Das ist nicht dein Ernst. Tom, willst du Gewalt anwenden? Sie sollen Archer mit seiner Frau betrogen haben. Klingt, als ob Sie es gerade ausgedacht haben. Dann ist also nichts dran? Nicht das Geringste. Sie soll versucht haben, ihn zur Scheidung zu überreden, damit sie zu Ihnen kann. Aber er wollte nicht. Ist da auch nichts dran? Nein. Er soll sogar deswegen umgebracht worden sein. Dann bricht aber Ihre erste Theorie zusammen, dass ich Thursby umgelegt habe, weil er Miles umgelegt hat, obwohl Sie haben recht. Ich könnte Miles umgelegt haben, um seine Frau zu bekommen, und dann Thursby, um ihm den Mord an Miles anzuhängen. Hör schon auf, Sam. Wir machen schließlich nur unsere Arbeit. Ich hoffe nur, ihr habt noch was an... Schätze, wir dürfen jetzt doch rein. Faule Fische. Das hat sie getan. Sehen Sie bloß. Blut. Waren Sie das? Ich war allein mit ihm im Zimmer. Er hat mich angegriffen. Ich habe versucht, ihn abzuwehren. Ich brachte es nicht fertig, auf ihn zu schießen. Sie lügt. Sie lügt. Ich bin völlig arglos hierher gekommen und bin von beiden angegriffen worden. Und als Sie dann gekommen sind, ist er hinaus und hat Sie hier mit der Pistole zurückgelassen. Und dann haben Sie gesagt, Sie töten mich, wenn Sie wieder gegangen sind. Und da habe ich um Hilfe gerufen. Und da hat sie mir die Pistole über den Kopf gehauen. Geben Sie mir erst mal das Ding. Na und jetzt Klartext. Wozu sind Sie hier?
Er hat mich gebeten, herzukommen. Was wollte er? Er hat gesagt, er will mit mir reden. Worüber weiß ich nicht. Na schön. Und dann? Dann sind sie auf mich los. Erst hat sie mich geschlagen, dann hat er mir den Arm umgedreht und mir die Pistole aus der Tasche genommen. Und dann ist er raus und hat die Pistole hier gelassen, damit sie auf mich aufpasst. Er lügt! Ich glaube, wir liegen nicht verkehrt, wenn wir alle aufs Revier mitnehmen. Nur nichts übereilen. Alles lässt sich erklären. Was bringst du fertig? Miss O'Shaughnessy, darf ich Ihnen Lieutenant Dundee und Detective Sergeant Polhouse vorstellen? Miss O'Shaughnessy arbeitet als Agentin für mich. Das stimmt doch gar nicht! Ich habe sie erst kürzlich engagiert, gestern. Und das hier ist Mr. Joel Cairo, ein Freund. Oder zumindest ein Bekannter von Floyd Thursby. Er kam heute Nachmittag zu mir, er wollte, dass ich etwas für ihn ausfindig mache, was Thursby bei sich gehabt haben soll, als er umgelegt wurde. Ich habe die Geschichte mit Miss O'Shaughnessy besprochen. Wir dachten, wir könnten vielleicht etwas über die Morde an Miles und Thursby aus ihm herausbekommen, und deshalb haben wir ihn gebeten, herzukommen. Was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Versuchen Sie es doch mal mit den Tatsachen. Die Tatsachen? Schluss jetzt! Sie brauchen lediglich eine Aussage zu machen, dass die beiden Sie verprügelt haben. Das reicht für einen Haftbefehl. Na los, Cairo, machen Sie Ihre Aussage und dann machen wir unsere Aussage. Und dann hat er uns alle da, wo er uns haben will. Nehmen Sie Ihre Hüte. Na, Kinder, war das nicht eine prächtige Vorstellung? Nehmen Sie Ihre Hüte! Merken Sie eigentlich nicht, wenn Sie auf den Arm genommen werden? Sam! Los, ab ins Präsidium! Und dann werden Sie morgen in jeder Zeitung von San Francisco ausgelacht. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass einer von uns gegen den anderen aussagt. Wachen Sie auf, Lieutenant! Als es geklingelt hat, habe ich den beiden gesagt, das sind schon wieder die Bullen. Langsam fallen sie mir auf die Nerven, wir werden sie ein bisschen hochnehmen. Sam, hör auf! Wenn ihr sie fortgehen hört, schreit einer von euch! Hör auf damit, Sam! Und die Platzwunden? An seiner Stirn und seinem Mund? Fragen Sie ihn doch. Vielleicht hat er sich beim Rasieren geschnitten. Ich bin gefallen. Ich bin über die Teppichkante gestolpert und gefallen, während wir so taten, als ob wir miteinander kämpfen. Faule Fische. Damit kommen Sie nicht durch. Sie haben um Hilfe gebrüllt und jetzt werden Sie annehmen. Nein, nein, Sir, es war ein Scherz. Er hat gesagt, Sie wären Freunde und würden das schon verstehen. Sie nehme ich auf jeden Fall wegen unerlaubten Waffenbesitzes fest. Und die beiden anderen nehme ich mit, um zu sehen, wer über diesen Scherz lacht. Stellen Sie sich nicht noch dümmer an, als ich... Nein, nicht Sam! Um Himmels Willen! Dann bring ihn hier raus. Auf der Stelle. Wenn Sie nichts dagegen haben, begleite ich Sie hinaus. Bridget. Kindisch, was? Ich weiß. Aber ich kann's nun mal nicht ausstehen, wenn man mich schlägt. Ohne, dass ich zurückschlagen kann. Benehmen Sie sich immer so großspurig? Ich hab mich von ihm schlagen lassen, oder nicht? Er ist schließlich Polizeibeamter. Was haben Sie mit Cairo angestellt? Nichts. Und dabei haben Sie ihm die Pistole über den Schädel gehauen. Er hat mich angegriffen. Jetzt haben Sie Ihre Unterhaltung mit Cairo gehabt. Jetzt können Sie mir gegenüber den Mund aufmachen. Oh ja. Natürlich. Also? Müssen Sie dazu Ihren Arm um mich legen? Nein. Sie sind völlig unberechenbar. Ich bin immer noch ganz Ohr. Ich muss jetzt gehen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Nicht, ehe Sie sie mir erzählt haben. Schauen Sie doch auf die Uhr. Außerdem dauert es Stunden. Dann dauert es eben Stunden. Außerdem ist draußen noch der Grünschnabel. Glauben Sie, er steht immer noch vor dem Haus? Damit muss man rechnen. Könnten Sie das nicht feststellen? Ich könnte runter nachsehen. Oh,
Das ist... Bitte, tun Sie's. Aber seien Sie vorsichtig. Kein Grünschnabel zu sehen. Er ist immer noch da. Wir haben also Zeit zum Reden. Sie sind ein hartnäckiger Mensch. Was ist nun mit diesem Vogel, der alle so auf die Palme bringt? Ich hab das alles so satt. Am liebsten würde ich gar nicht mehr darüber reden. Ich hab Angst vor Ihnen. Und das ist die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Doch. Ich kenne zwei Männer, vor denen ich Angst habe. Und beide habe ich heute Abend gesehen. Dass Sie vor Kairo Angst haben, kann ich verstehen. Gegen den können Sie mit Ihren Waffen nichts ausrichten. Und gegen Sie schon? Sie können es ja versuchen. Es ist ein Vogel. Glatt und glänzend. Die Figur eines Habichts oder Falken. Ungefähr 30 Zentimeter hoch. Was macht ihn so wertvoll? Ich weiß nicht. Sie wollten es mir nicht erzählen. Sie versprachen mir 500 Pfund, wenn ich ihnen helfe. Später, nachdem wir uns von Joel getrennt hatten, versprach mir Floyd 750 Pfund. Auf welche Weise sollten Sie helfen? Die Figur von dem Mann zu kriegen, der sie besaß. Einem Russen namens Kemidov. Das war in Konstantinopel. Marmara. Weiter. Was geschah dann? Das ist alles. Ich hab's ihnen doch schon erzählt. Sie versprachen mir 500 Pfund, wenn ich ihnen helfe, und ich hab's getan. Und dann fanden wir heraus, dass Joel Cairo uns reinlegen wollte. Da sind wir ihm zuvor gekommen und haben dasselbe mit ihm gemacht. Aber damit war ich kein Haar besser dran, denn Floyd hatte nicht die leiseste Absicht, mir mein Geld zu geben. Und deshalb bin ich zu Ihnen, damit Sie mir helfen, herauszubekommen, wo der Falke ist. Sie lügen. Wunderbar. Klar. Ich lüge. Ich lüge immer. Ich habe immer gelogen. War wenigstens etwas an Ihrem Garn. Etwas? Wie viel? Nicht sehr viel. Wir haben noch die ganze Nacht vor uns. Versuchen wir es nochmal. Ich bin so müde. Ich habe alles so satt. Mich... das Lügen erfinden. Am liebsten würde ich... Der Malteser Falke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Erster Teil. Es sprachen Sam Spade, Dieter Laser, Bridget O'Shaughnessy, Susanna Fernandez Genebra, Joel Cairo, Jens Wawracek, Effie Perrine, Sascha X, Miles Archer, Klaus Spürkel, Ivor Archer, Alan Schulz. Lieutenant Dundee, Hans-Jürgen Gerd.
Detective Sergeant Pollhaus, Peter Dirschauer. Schilling, Götz Argus. Polizist, Gerd Andresen. Kellner, Andreas Serda. Und Sprecher, Matthias Brüggemann. Ton, Roland Seiler. Technik, Regine Schneider. Regieassistenz, Birgit Kehrer. Musik, Gerd Bessler. Hörspielbearbeitung und Regie, Norbert Schäffer. Produktion Südwestfunk, Hessischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk aus dem Jahr 1996. Sieht wie gedruckt. Ja, das mit Klasse. Was immer sie mir auftischt, es ist gelogen. Deshalb muss ich wissen, woran ich bin. Deshalb stelle ich ihre Bude auf den Kopf. Wenn sich die Lady von der Nacht erholt. In meinem Bett. Keine Spur. Nicht die geringste Spur des Falken. Drei Parteien sind hinter ihm her. So viel ist mir inzwischen klar. Die Lady, Miss O'Shaughnessy, alias Wanderley, alias LeBlanc. Dann Mike Glöckchen Cairo. Und zuletzt unser großer Unbekannter. Das große G. Was macht den Vogel so wertvoll? Keine Ahnung. Für wen arbeiten sie? Keine Ahnung. Wie man's dreht und wendet. Sie sind alle hinter dem einen her. Der Malteser Falke. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Zweiter und letzter Teil. Nein. Nein, noch nicht. Ich sagte doch, ich hab's ihm schon... Ja, ich richte ihm aus, dass er sie anrufen soll. Ja, Mrs. Archer. Ja, sobald er kommt. Morgen, Engelchen. Oh, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie heute Morgen anruft. Ihre Miss O'Shaughnessy ist drin. Sie wartet. Seit kurz nach neun. Mhm. Sonst noch was? Sergeant Pollhaus hat angerufen, aber keine Nachricht hinterlassen. Und G. hat angerufen. Wer? G. Mehr hat er nicht verraten. Und dann hat er gesagt... Wenn Mr. Spade zurückkommt, wollen Sie ihm bitte ausrichten, dass G., der seine Nachricht erhalten hat, angerufen hat und später wieder anrufen wird. Danke, mein Schatz. Versuch mal, ob du Pollhaus an die Strippe kriegst. Sam, jemand ist in meinem Apartment gewesen. Alles ist durchgewühlt. Was gestohlen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich hatte solche Angst zu bleiben. Bestimmt ist dir dieser Junge gestern doch gefolgt und du hast es nicht bemerkt. Glaub ich nicht, mein Engel. Allerdings, ich möchte gern wissen, ob das Cairo gewesen sein kann. Er war die ganze Nacht nicht in seinem Hotel und ist erst vor ein paar Minuten zurückgekommen. Du bist heute Morgen zu Joel? Ja. Warum? Weil ich in dieser Geschichte ja irgendwo weitermachen muss, oder? Und nun müssen wir erstmal für dich eine neue Bleibe finden. Ins Coronet gehe ich jedenfalls nicht mehr. Ich glaube, ich hab's. Augenblick. Sergeant Pollhaus ist nicht in seinem Büro. Ich versuch's nochmal. Später. Was sagt deine weibliche Intuition? Ist sie eine Madonna oder sowas in der Art? Ich glaube, egal in was für Schwierigkeiten sie sich befindet, dass sie absolut astrein ist, wenn es das ist, was sie meinen. Hältst du so viel von ihr, dass du ihr helfen würdest? In welcher Form? Könntest du sie für ein paar Tage unterbringen? Bei mir? Ja. In ihrer Bude ist eingebrochen worden. Für sie schon der zweite Einbruch in dieser Woche.
Es wäre besser, wenn sie nicht allein wohnt. Ist sie wirklich in Gefahr, Sam? Ich glaube schon. Nimm ein Taxi, aber pass auf, dass du nicht verfolgt wirst. Ich werde sie etwas später nachschicken und aufpassen, dass ihr niemand folgt. Der fette Mann. Hallo? Ja, hier ist Sam Spade. Mr. Gutman, oh ja. Ja, ist mir ausgerichtet worden. Hab schon auf Ihren Anruf gewartet. Jetzt gleich? Je eher, desto besser? Alexandria. 12C. In Ordnung. Sagen wir, in 15 Minuten. In Ordnung. Wir fangen gut an, mein Lieber. Ich misstraue einem Mann, der beim Einschenken genug sagt. Wenn er sich vorsehen muss, nicht zu viel zu trinken, dann deswegen, weil man ihm nicht trauen kann, wenn er es tut. Also, mein Lieber, auf offenes Sprechen und gute Verständigung. Sie sind ein zugeknöpfter Mensch? Ich rede gern. Das kommt ja immer besser. Ich misstraue einem zugeknöpften Menschen. Er sucht sich gewöhnlich den verkehrten Augenblick zum Reden und sagt dann meistens auch noch das Verkehrte. Wohl überlegt kann man nur reden, wenn man sich darin in Übung hält. Wir werden gut miteinander auskommen, mein Lieber. Wollen wir über den Vogel reden? Sie sind der richtige Mann für mich, aus dem gleichen Holz wie ich. Nicht lange auf den Busch klopfen, sondern ohne Umschweife zur Sache. Diese Art zu verhandeln gefällt mir. Aber zuerst beantworten Sie mir eine Frage, nur damit wir uns von Anfang an richtig verstehen. Sie sind hier als Miss O'Shaughnessys Vertreter? Dazu kann ich weder ja noch nein sagen. Kommt drauf an. Und worauf kommt es an? Wenn ich das wüsste, könnte ich ja oder nein sagen. Verstehe. Vielleicht kommt es auf Joel Cairo an. Vielleicht. Man könnte also sagen, dass sich die Frage stellt, wen von beiden sie vertreten. Könnte man so sagen. Jedenfalls wird es einer von beiden sein. Das habe ich nicht gesagt. Wer käme sonst noch in Frage? Ich bin ja auch noch da. Fabelhaft. Einfach fabelhaft. Mir gefällt ein Mann, der einem gerade heraus sagt, dass er auch an seinen eigenen Vorteil denkt. Reden wir über den Vogel. Also gut, Mr. Spade. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel man für diesen schwarzen Vogel bekommen kann? Nein. Sie meinen, Sie wissen gar nicht, um was es sich handelt? Naja, ich weiß, wie er aussehen soll. Seinen Wert kenne ich nicht. Sie hat es Ihnen nicht erzählt? Nein. Und Cairo hat es Ihnen auch nicht erzählt? Cairo ist viel zu durchtrieben. Wie viel wird er denn dafür ausgeben? $10,000. 10.000? Und dazu noch Dollar? Da haben Sie den Griechen. Vielleicht wissen es die beiden wirklich nicht. Wenn sie es nicht wissen, bin ich der Einzige, der es weiß. Ich bin froh, mich an die richtige Adresse gewandt zu haben. Bei Gott, mein Lieber, Ihr Glas ist ja leer. Also, mein Lieber, es ist zwar erstaunlich, kann aber gut sein, dass keiner der beiden weiß, was der Vogel eigentlich darstellt. Und dass es damit kein Mensch auf der ganzen Welt weiß. Ausgenommen einzig und allein Ihr sehr ergebener Diener Caspar Gutman, wohlgeboren. Na prima. Und wenn Sie es mir erzählt haben, sind wir zwei die Einzigen, die Bescheid wissen. Mathematisch absolut richtig, mein Lieber. Nur bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich es Ihnen erzähle. Seien Sie doch kein Narr. Sie wissen, was er ist. Ich weiß, wo er ist. Deshalb sind wir ja hier. Und wo, mein Lieber, ist er? Sehen Sie, ich soll Ihnen sagen, was ich weiß. Aber Sie wollen mir nicht sagen, was Sie wissen.
Ich glaube kaum, dass wir auf diese Weise ins Geschäft kommen. Wozu stehlen Sie mir meine Zeit, Sie mit Ihrem Geheimnis? Ich weiß zum Beispiel genau, was das Schatzamt in seinen Stahlkammern hat, aber was nützt mir das? Ich kann auch ohne Sie auskommen. Irgendein Problem, Mr. Gutman? Keine Sorge, Wilmer. Mr. Spade möchte sich nur verabschieden. Noch was, Mr. Gutman. Halten Sie mir Ihren grünen Schnabel vom Leib. Wenn er mir das nächste Mal nachgeht, passiert ihm was. Also, mein Lieber, ich muss schon sagen, Sie haben ziemlich schlechte Laune. Laune? Überlegen Sie sich's und überlegen Sie schnell. Bis 5:30 Uhr haben Sie Zeit. Dann sind Sie drin oder draußen. Was ist passiert? Was ist wo passiert? Warum ist sie nicht gekommen? Sie ist nicht angekommen. Ich habe gewartet und gewartet und da ich sie telefonisch nicht erreicht habe, bin ich wieder ins Büro. Haben Sie sie mit einem Taxi geschickt? Klar. Sind Sie sicher, dass sie... Jemand muss ihr gefolgt sein. Niemand ist ihr nach. Ich bin doch kein Anfänger. Ein Dutzend Blocks bin ich mitgefahren. Ja, aber... Aber sie ist nicht angekommen, das hast du mir gesagt. Ich gehe jetzt los, sie suchen. Und ich werde sie finden. Und wenn ich Gullideckel abheben muss. Bleib hier, bis ich zurückkomme oder anrufe. Verdammt nochmal, lass uns wenigstens einmal was richtig machen. Du weißt hoffentlich, dass du dich gar nicht um mich kümmern musst, wenn ich so wie eben mit dir rede. Ich bin gegen Mittag mit einer Dame in ihr Taxi gestiegen. Wir sind die Stockton runter und die Sacramento rauf bis zur Jones Street. Dort bin ich ausgestiegen. Stimmt. Ich erinnere mich. Sie sollten sie zu einer bestimmten Hausnummer in der 9th Avenue bringen. Wo haben Sie sie abgesetzt? Das weiß ich nicht. Frischt das Ihr Gedächtnis wieder auf? Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, fahren wir zu Ihrer Einsatzstelle und holen uns die Genehmigung Ihres Fahrleiters. Ich habe Sie zum Fährhaus gebracht. Auf Ihr Verlangen. Was denn sonst? Sie ist nicht vorher noch woanders hin. Nein. Moment mal, an der Polk Street hat sie an die Scheibe geklopft und wollte eine Zeitung. Ich habe gehalten und einen Jungen gepfiffen. Und der hat ihr die Zeitung geholt. Was für eine? Den Call. Und dann bin ich weiter die Sacramento runter und an der Kreuzung Van Ness klopft sie wieder an die Scheibe und will zur Fährstation. Und dann? Nichts. Sie hat bezahlt und ist los. Mit der Zeitung? Ja. Mit der rosa Seite nach außen oder einer der weißen? Also das habe ich mir nicht gemerkt. Verdacht der Falschmünzerei. Selbstmordversuch eines jungen Mannes mit 3 Jungen als Einbrecher nach Schießerei. Wirtschaft und Finanzen. Schifffahrt, Rohstoffe. Scheidung, Geburten, Eheschließungen. Todesfälle. Er will Sie sprechen. Kommen Sie mit. Ich habe dich nicht vor 5:25 Uhr erwartet. Er will Sie sprechen. Ich hoffe nur, du hast deine Windeln gewechselt. Das kaiserliche Geschenk. Mein Lieber, ich darf Sie wohl um Entschuldigung bitten. Reden wir von dem schwarzen Vogel. Na schön, mein Lieber. Es wird die erstaunlichste Geschichte sein, die Sie je gehört haben. Was wissen Sie über den Orden des Hospitals zu St. Johannes in Jerusalem, später Ritter von Rhodos oder Rhodiserorden genannt? Auch als Johanniter- und Malteserorden bekannt. Nicht gerade viel. Sie erinnern sich wohl nicht, dass Suleiman der Prächtige Sie von Rhodos vertrieb, dass Sie in der Neujahrsnacht 1523 verlassen mussten? Nein, ich erinnere mich nicht. So war es aber.
Und sie ließen sich zunächst in Messina auf Sizilien nieder, und dort blieben sie 7 Jahre bis 1530, als Kaiser Karl V. sich überreden ließ, ihnen Malta samt Gozo, Comino und Tripolis als Lehen zu überlassen. 1530? Jawohl, mein Lieber. Aber unter folgenden Bedingungen. Sie sollten dem Kaiser alljährlich als Tribut einen weißen Falken als symbolische Bestätigung der weiteren Abhängigkeit Maltas von der spanischen Krone senden. Und wenn sie jemals die Insel verließen, sollten diese an Spanien zurückfallen. Verstehen Sie? Alles klar. Haben Sie eine Vorstellung von dem unermesslichen Reichtum des Ordens zu jener Zeit? Sie waren, glaube ich, ganz gut betucht. Sehr gelinde ausgedrückt. Sie wälzten sich förmlich in ihren Schätzen. Wir alle wissen doch, dass es ihnen wie auch den Templern bei den Kreuzzügen in der Hauptsache ums Beutemachen ging. Nun, also, Kaiser Karl hatte ihnen Malta überlassen, und als Lehensgabe verlangte er nichts als jährlich einen Vogel. Was war da naheliegender, als sich zu überlegen, auf welche Art sie ihre Dankbarkeit ausdrücken könnten? Sie hatten den glücklichen Einfall, Karl für das erste Jahr einen prachtvollen goldenen Falken zu senden, von Kopf bis Fuß mit den schönsten Edelsteinen aus ihren Schatztruhen besetzt. Das sind Tatsachen, historische Tatsachen. Die Archive des Ordens vom 12. Jahrhundert an befinden sich immer noch auf Malta. Großmeister Villiers de Lisle-Adam ließ diesen fußhohen Vogel von türkischen Sklaven im Castel San Angelo anfertigen und schickte ihn an Karl nach Spanien. Die Galeere hat Spanien nie erreicht. Sie haben von Barbarossa, Rotbart, Sheridan gehört? Nein? Ein berüchtigter Seeräuberadmiral im Dienste der Türken. Der, mein Lieber, hat die Galeere des Ritters gekapert. So kam der Vogel nach Algier. Eine Tatsache, die der französische Historiker Pierre Don in einem seiner frühen Briefe aus Algier erwähnt. Er schrieb, der Vogel sei dort fast 100 Jahre gewesen, bis er von Sir Francis Verney erbeutet wurde, dem englischen Seeräuber. In den Memoiren der Familie Verney im 17. Jahrhundert von Lady Frances Verney steht allerdings nichts über den Vogel. Es ist ziemlich sicher, dass Sir Francis ihn nicht mehr besaß, als er starb. Er war nämlich völlig verarmt. Es gibt aber keinen Zweifel, dass der Vogel nach Sizilien gekommen ist. Von dort gelangte er in den Besitz von Victor Amadeus II., kurz nachdem er 1713 zum König gekrönt worden war. Und der schenkte ihn seiner Frau, als er nach seiner Abdankung in Chambéry heiratete. Auch das eine Tatsache. Carutti, der Autor der Storia del Regno di Vittorio Amadeo II., hat sich dafür verbürgt. Als nächstes tauchte er im Besitz eines Spaniers auf, der bei der Armee gedient hatte, die im Jahre 1734 Neapel einnahm, des Vaters von Don José Monino e Redondo, Graf von Florida Blanca, der Kabinettschef Karls III. War. Nichts spricht dagegen, dass er wenigstens bis zum Ende des Ersten Karlistenkrieges um 1840 in dieser Familie geblieben ist. Dann tauchte er in Paris auf, das um diese Zeit nur so von Karlisten wimmelte, die aus Spanien hatten fliehen müssen. Wer auch immer ihn mitgebracht hatte, muss vom tatsächlichen Wert des Falken nichts gewusst haben. Man hat den Falken nämlich als Vorsichtsmaßnahme bemalt oder emailliert, so dass er jetzt nach nichts mehr als einer interessanten schwarzen Statuette aussah. Und in dieser Maske wurde er 70 Jahre in Paris regelrecht herumgeschubst, in den Gossen von Paris, bis er im Jahre 1911 von einem griechischen Händler namens Charilaos Konstantinides in einem obskuren Laden entdeckt wurde. Charilaos brauchte nicht lange, um herauszufinden, was es war, um es zu erwerben. Ich bekam Wind von der Sache und habe auch das meiste aus ihm herausgequetscht. Um den Vogel zu sichern, ließ Charilaos ihn neu mit Lack überziehen,
anscheinend so, wie er heute ist. Genau ein Jahr, nachdem er ihn erworben hatte, ungefähr 3 Monate, nachdem ich ihn dazu gebracht hatte, sich mir anzuvertrauen, schlug ich in London die Times auf und las, dass in sein Geschäft eingebrochen und er dabei ermordet worden sei. Am nächsten Tag war ich in Paris. Der Vogel war verschwunden. 17 Jahre habe ich gebraucht, um den Vogel wieder ausfindig zu machen. Ich habe seine Spur bis zum Haus eines russischen Generals, eines gewissen Kemidow, in einem Vorort von Konstantinopel verfolgt. Er hatte keine Ahnung, was er eigentlich besaß. Seine angeborene Widerborstigkeit war wohl der Grund, warum er ihn mir nicht verkaufen wollte, als ich ihm ein Angebot machte. Deshalb schickte ich Agenten los, um den Falken zu besorgen. Nun, mein Lieber, wie Sie wissen, haben Sie ihn besorgt. Bloß habe ich ihn nicht. Aber ich werde ihn haben. Ihr Glas, mein Lieber. Dann gehört der Vogel also General Kemidow. Ein Stück von solchem Wert, das auf solche Weise von Hand zu Hand gegangen ist, gehört ganz offensichtlich demjenigen, der es sich anzueignen versteht. Dann gehört der Falke jetzt Miss O'Shaughnessy? Lediglich in ihrer Funktion als meiner Beauftragten. Ach so. Und es besteht kein Zweifel, dass sie ihn jetzt besitzt? Kaum. Und wenn ich fragen darf, wo? Das kann ich nicht sagen. Mr. Spade, wo ist Miss O'Shaughnessy jetzt? An einem sicheren Ort. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber ich vergesse ja ganz unsere Stärkung. Ich habe Ihnen 2 Vorschläge zu machen. Und beide sind fair. Ich gebe Ihnen $25,000, wenn Sie mir den Falken ausliefern, und weitere $25,000, wenn ich in New York angekommen bin. Oder ich gebe Ihnen 25% dessen, was ich für den Falken herausholen kann. Wie viel könnte das sein? Sagen wir, 500.000. Dann wäre der Vogel eher 2 Millionen wert. Ja, ich ein Riesenhaufen Kies. Das ist ein Riesenhaufen Kies, Mr. Spade. Wilma? Mr. Gutman? Mr. Spade hat sich verabschiedet. Schaff ihn weg. La Paloma. Endlich sind Sie zurück. 6 Uhr früh. Wieso bist du hier? Sie haben mir doch gesagt, ich soll warten. Oh, Ihr Kopf, was ist denn passiert? Ich bin gestürzt oder niedergeschlagen worden, ich weiß nicht. Ich habe jemanden besucht, bekam Knockout-Tropfen in den Whisky und fand mich gute 12 Stunden später auf dem Boden einer Herrentoilette wieder. Ich hole einen Arzt. So schlimm ist es auch wieder nicht. Bloß die Kopfschmerzen. Irgendwas Neues? Haben Sie Miss O'Shaughnessy gefunden? Noch nicht. Irgendwas Neues. Ein junger Mann war da mit einer Nachricht. Mr. Gutman freut sich, noch vor 6:30 mit Ihnen reden zu können. Die Nachricht habe ich erhalten und die Kopfschmerzen davon. Ich gehe jetzt frühstücken. Morgen, Sam. Setz dich. Iss ein Ei mit. Donnerwetter, die hätte jemand ordentlich eine verpasst. Danke, Luke. Hab schon gefrühstückt. Nachtschicht. Ja, war nichts los. War Kairo heute Nacht hier? Der Typ von 635. Genau. Er war nicht auf seinem Zimmer.
Wie stehen die Chancen, sein Zimmer unter die Lupe zu nehmen? Sofort? Die Chancen stehen sehr gut. Was suchen wir eigentlich? Wenn ich das wüsste. Sam, ich will ja nicht drängeln, schon aber... Schon gut, Luke. Nur noch der Papierkorb. Der Call. Von gestern. Da fehlt ja ein Stück. Heute angekommen. 5:05 Capac von Astoria. 5:06 Alvarado von Brandon. Sieht so aus, als ob der feine Herr sich für ein Schiff interessiert. Ja, von gestern. Seite 35 links unten. Spalte, heute angekommen. Haben Sie's? Nach 5:06. Ja, weiter. Ja. Ja. Ja, Moment. Das letzte nochmal. 8:05, La Paloma von Hongkong. Das war's. Und vielen Dank. Kani 1401, bitte. Hallo? Ja, ich hätte gern eine Auskunft. An welchem Pier liegt die Paloma? Ja, La Paloma, gestern eingelaufen, 8:05 aus Hongkong. Danke. Der dritte Mord. Was ist mit Miss O'Shaughnessy? Habe ich verpasst. Aber sie war dort. Wo? Auf der Paloma. Ist das nicht das Schiff, auf dem es heute Morgen gebrannt hat? Ja. Wurde gerade von der Pier weggeschleppt. Und Miss O'Shaughnessy? Sie ist gestern Mittag an Bord, direkt aus dem Taxi. Der Kapitän war nicht da, heißt Jacoby. Sie hat auf ihn gewartet, um 4 kam er zurück. Von da an bis zum Abendessen sind sie zusammengeblieben, in der Kajüte. Und sie hat mit ihm gegessen. Nach dem Abendessen bekam Jacoby noch 3 andere Besucher. Gutman, Cairo und Wilmer, der Grünschnabel, der dir gestern Gutmans Nachricht überbracht hat. Es ist schwer, irgendwas aus der Mannschaft rauszuholen, aber die 5 bekamen Krach. Naja, um Mitternacht sind sie alle los. Der Kapitän ist seitdem nicht mehr zurück. Und der Brand? Keine Ahnung. Das Feuer wurde am späten Vormittag... Roy Spade. Sie wissen... Sam! Schließ die Tür ab. Ist er... Ja. Müssten wir nicht... Nein! Ehe wir was unternehmen, muss ich's mir gut überlegen. Weit kann er nicht gekommen sein mit den Löchern im Bauch. Mal sehen, was in dem Päckchen ist. Meinen Sie, er ist es? Das werden wir gleich wissen. Wir haben das verdammte Ding. Hallo? Ja. Wer? Oh, ja! Ja? Ja, bleiben Sie doch am Apparat! Hallo? Hallo? Hallo, hallo! Das war Miss O'Shaughnessy. Sie braucht sie. Sie ist im Alexandria. Sie ist in Gefahr. Jetzt muss ich mich um ihn kümmern. Sie müssen zu ihr. Verstehen Sie denn nicht? Er half ihr und man hat ihn umgebracht. Und jetzt ist... Sie müssen zu ihr. Also gut. Sobald ich weg bin, rufst du die Polizei an. Erzählen, was passiert ist, aber ohne Namen. Du weißt von nichts. Den Anruf habe ich angenommen. Und vergiss das Paket. Erzähl alles, wie es war, aber vergiss das Paket. Ja, 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 Sam. Wissen Sie, wer er ist? Vermutlich Jacoby. Der Kapitän der Paloma.
Mr. Spade? Ja? Helfen Sie. Helfen Sie. Samstagabend. Nein, nein, nicht tragen. Ich muss laufen. Laufen. Helfen Sie. Gut, laufen wir. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Jetzt wieder zurück. Eins, zwei, drei, vier. Und den Kopf hochhalten. Hoch. Ja, so ist gut. Eins, zwei, drei, vier. Laufen, 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 laufen. Das machen Sie prima. Eins, zwei, drei, vier. Hoch den Fuß und wieder runter. Hoch den Fuß und wieder runter. So ist gut. Und jetzt kehrt. Und links und rechts und links und rechts. Was hat man mit Ihnen gemacht? Betäubt. Die Augen offen halten, weit aufmachen. Gut so. Weit auf. Und weiterlaufen. Weiterlaufen, links und rechts. Und links und rechts. Wer sind Sie? Rhea Goodman. Die Tochter. Ja. Nein. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Wo ist Bridget? Nein. Ihnen erzählen. Oh, schlafen. Schlafen. Retten Sie. Bridget? Ja. Ja. Mitgenommen. Burlingame. Oh, 26. Anjo. Oh, beeilen. Sonst zu spät. Wer hat Sie hingebracht? Ihr Vater? Ja. Wilma Cairo. Wer hat Jacobi erschossen? Oh, gehen Sie. Gehen Sie. Bleiben Sie wach, bis der Arzt da ist. Davenport, 2020. Notfallstation, bitte. Hallo? In der Suite 12C im Hotel Alexandria liegt ein Mädchen, vermutlich mit Rauschgift betäubt. Klar braucht sie Hilfe. Raten Sie mal, weshalb ich anrufe. Hooper. Ich bin Hooper vom Alexandria. Burlingame, Anshow, Avenue oder Road 26. Halten Sie 3-4 Häuser früher. Geht klar. Da wären wir. Ihre Nummer muss auf der anderen Seite sein. Vielleicht das dritte oder vierte Haus. Lassen Sie den Motor laufen. Vielleicht müssen wir ziemlich schnell weg. Guten Abend, Mr. Spade. Guten Abend, eine Frage. Die Gutmans oben in 12C, sind Sie da? Nein. Ganz sicher? Absolut sicher, Mr. Spade. Da ist übrigens heute Abend etwas Merkwürdiges passiert, im Zusammenhang mit diesen Leuten. Ja? Jemand hat die Notfallstation angerufen und gemeldet, in 12C läge ein krankes Mädchen. Und? Wir haben nachgesehen, es war niemand da. Na, so ein Spaßvogel. Sam, ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Du hast gewartet. In einem Hauseingang, etwas weiter, die Straße hoch. Schaffst du's oder soll ich dich tragen? Ach, ich,
Ich bin gleich wieder soweit. Wenn ich mich bloß irgendwo hinsetzen kann. Darf ich hereinbitten? Nun, mein Lieber, wie Sie selbst sehen können, sind wir jetzt alle versammelt. Also lassen Sie uns alle gemütlich Platz nehmen und uns unterhalten. Der Sündenbock. Aber sicher unterhalten wir uns. Hände hoch! Howard, mich willst du nicht. Keine Bewegung und halt deine Schnauze. Frag erst mal deinen Boss, ob du mich durchlöchern darfst, bevor sich die Erwachsenen unterhalten haben. Lass ihn, Wilbur. Und nimm die Pistole herunter. So ist es doch viel gemütlicher. Sie auch, Cairo. Fabelhafte Schauspielerin, ihre Tochter. Nicht wahr? Ja, so, das kann sie. Wie schnell können Sie zahlen und den Falken entgegennehmen? Nun, mein Lieber, was das betrifft, Zehn Riesen. Wir hatten über etwas mehr geredet. Stimmt. Aber die Lage hat sich geändert. Sicher, ihr seid jetzt alle zusammen, aber ich habe den Falken. Ich hätte es nicht für notwendig gehalten, Sie daran erinnern zu müssen, Mr. Spade, dass Sie, wenn Sie auch vielleicht den Falken haben mögen, doch absolut in unserer Gewalt sind. Darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf. Auch auf das Geld kommen wir später zurück. Zuerst brauchen wir einen Sündenbock. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Die Polizei braucht jemanden, dem sie die drei Morde anhängen kann. Zwei Morde. Nur zwei. Ihren Partner hat zweifellos Thursby umgebracht. Na schön, dann nur zwei. Was ändert das? Den Umgang mit der Polizei können wir getrost Ihnen überlassen. Sie werden ganz sicher ohne unsere unsachverständige Hilfe mit diesen Leuten fertig. Wenn wir der Polizei keinen Sündenbock liefern, wette ich 10-1, dass sie früher oder später auf Einzelheiten über den Falken stößt. Und das dürfte Ihnen nicht gerade helfen, ein Vermögen draus zu machen. Geben Sie ihnen einen Sündenbock und sie werden sich für nichts weiter interessieren. Genau das ist ja die Frage. Wird der Sündenbock Sie nicht womöglich auf eine neue Fährte bringen? Geben wir ihm doch den Grünschnabel. Zwei hat er doch wirklich erschossen. Halt's Maul! Außerdem ist er wie geschaffen für diese Rolle. Weiß Gott, mein Lieber, man kann nie wissen, was Sie als nächstes tun oder sagen. Außer, dass es etwas ganz Erstaunliches sein wird. Er ist unser bestes Pferd. Halt endlich dein blödes Schattenmaul. Meine Gefühle für Wilma sind ganz wie für einen eigenen Sohn. Das können Sie mir glauben. Aber wenn ich auch nur für einen Moment daran dächte, auf Ihren Vorschlag einzugehen, was in aller Welt sollte Wilma daran hindern, der Polizei auch noch die letzte Kleinigkeit über den Falken und uns alle hier zu erzählen? Wenn es sein muss, können wir dafür sorgen, dass er beim Widerstand gegen seine Verhaftung getötet wird. Was hältst du denn davon, Wilma? Geht's besser? Ist der Mann nicht komisch? Nein, er ist nicht komisch. Ich habe Angst. Ein Schwein. Brauchst du nicht. Wie? Wie was? Tja, also wie? Wir sind Ihnen zumindest so viel Höflichkeit schuldig, dass wir Sie auch zu Ende anhören. Also, wie wollen Sie das hindrehen, dass Wilma uns keinen Schaden zufügen kann? Geht doch. Der Bezirksanwalt hier ist wie alle. Von einem zweifelhaften Fall lässt er lieber die Finger, als damit vor Gericht einzubrechen. Um einen Mann todsicher überführen zu können, wird er ein halbes Dutzend genauso schuldige Komplizen laufen lassen, wenn der Versuch, sie alle zu überführen, seinen Fall verwirren könnte. Genau vor diese Wahl werden wir ihn stellen. Er wird überhaupt nichts von einem Falken wissen wollen. Alles, was der Grünschnabel ihm erzählt, verwirrt nur seinen Fall, und wenn er seinen Fall klar und sauber halten kann, kriegt er einen Schuldspruch erster Klasse. Ich fürchte, es wird nicht gehen. Es wird ganz und gar nicht gehen. Sie kennen eben Bezirksanwälte nicht. Mit Thursby ist das ganz einfach. Er war ein Killer, genau wie ihr Grünschnabel. Da gibt's schon mal kein Problem. Halt's Maul! Und wenn er bei Jacoby dieselbe Pistole benutzt hat, werden die Geschosse übereinstimmen und alle werden zufrieden sein. Halt endlich dein blödes Maul! Aber, Wilma, du solltest derartige Dinge nicht so wichtig nehmen. Dann sorgen Sie dafür, dass er mich in Ruhe lässt. Ich mache ihn sonst kalt. Aber, Wilma,
Ihr Plan, mein Lieber, lässt sich, wie ich schon zu Anfang sagte, nicht umsetzen. Wir wollen nicht mehr darüber reden. Na schön. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Und der wäre? Kairo. Was? Das ist doch... Kairo? Werfen Sie ihn in Kairo hin, klar. Er ist nicht so gut wie Ihr Grünschnabel. Kairo ist nicht der mit dem Finger am Abzug. Außerdem trägt er eine kleinere Pistole, als die, mit der Thursby und Jacoby umgelegt wurden. Wir werden uns halt mehr anstrengen müssen. Angenommen, wir würfen Sie oder Miss O'Shaughnessy der Polizei vor. Wie wär's denn damit? Ihr wollt den Falken. Ich hab ihn. Ein Sündenbock gehört zu meinem Preis. Was Miss O'Shaughnessy betrifft, bin ich durchaus bereit zu diskutieren. Sam. Sie scheinen zu vergessen, dass Sie sich in einer Lage befinden, in der Sie auf überhaupt nichts bestehen können. Meine Herren, wir wollen doch versuchen, unsere Unterredung auf einer freundschaftlichen Basis zu halten. An dem, was Mr. Kairo sagt, ist ja schließlich was dran. Sie müssen... Einen Dreck muss ich. Wenn Sie mich töten, wie kommen Sie da an den Vogel ran? Und wenn Sie es sich nicht leisten können, mich zu töten, womit können Sie mich denn zwingen, ihn auszuliefern? Ich verstehe, was Sie meinen. Das ist eine Haltung, mein Lieber, die sorgfältigste Erwägung von beiden Seiten erfordert. Mr. Gutman. 2-1, Grünschnabel, dass sie dich gerade verkaufen. Du Schwein, jetzt reicht's. Aber Wilma... Nein, bitte nicht, du tust nicht... Wilma. Am besten, wir legen ihn aufs Sofa. Da haben Sie Ihren Sündenbock. Das gefällt mir gar nicht, mein Lieber. Sie sagen jetzt ja. Oder ich übergebe Sie jetzt alle der Polizei. Also... Sie können ihn haben. Die Hand des Russen. Wir lassen ihn eine Weile ausruhen. Dann übergeben wir ihn der Polizei. Bis er zu sich kommt, sollten wir noch die Einzelheiten festlegen. Tun Sie das nicht, Mr. Gutman. Sie müssen doch einsehen, dass... Wir können es nicht mehr ändern. Wirklich nicht. Also, Kairo, rein oder raus? Was? Wie bitte? Wie lautet Ihre Entscheidung? Hab ich denn? Sie lassen mir ja keine Wahl. Also. Ich mache mit. Gut. 2 Uhr. Den Falken kann ich nicht vor, sagen wir, 8 besorgen. Wir haben also massenhaft Zeit, alles zu arrangieren. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, dass es für alle Beteiligten am besten wäre, wenn wir uns nicht aus den Augen verlören, bevor unsere Transaktion über die Bühne gegangen ist. Sie haben den Umschlag? Miss O'Shaughnessy hat ihn. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn aufgehoben. In Ordnung, behalt ihn erstmal. Wir brauchen uns nicht aus den Augen zu verlieren. Ich kann den Falken herbringen lassen. Ausgezeichnet. Im Austausch gegen die $10,000 und Wilma geben Sie uns den Falken. Und 1-2 Stunden Vorsprung. Lassen Sie uns jetzt die Einzelheiten festlegen. Warum hat er Thursby erschossen? Und warum, wo und wie Jacoby? Also, mein Lieber, das können Sie nicht von uns erwarten. Offensichtlich haben Sie vergessen, dass Sie uns versichert haben, die Sache wäre ganz einfach. Ich glaube nicht, dass... Was Sie beide glauben, spielt nicht die geringste Rolle. Dafür ist jetzt zu spät. Also, warum hat er Thursby erschossen? Thursby war Killer und Miss O'Shaughnessys Verbündeter. Wir wussten, wenn wir ihn aus dem Weg räumen, würde das Miss O'Shaughnessy vielleicht dazu bringen, sich zu überlegen, ob es nicht doch das Beste wäre, ihre Meinungsverschiedenheiten mit uns gütlich beizulegen. Dass er den Falken hat, haben Sie nicht geglaubt? Nicht einen Augenblick lang. Wir hatten den Vorteil, Miss O'Shaughnessy viel zu gut zu kennen. Sie haben nicht zuerst versucht, einen Handel mit ihm zu schließen? Aber natürlich. Ich selbst habe an jenem Abend mit ihm gesprochen. Wilma ging zu seinem Hotel, hörte, dass Thursby fortgegangen war und wartete draußen auf ihn. Ich nehme an, Thursby kehrte unmittelbar nach der Ermordung ihres Partners zurück. Wilma brachte ihn zu mir.
Wir konnten nichts mit ihm anfangen. Er hielt absolut loyal zu Miss O'Shaughnessy und war durch nichts abzubringen. Nun ja, Wilmer ist ihm dann auf dem Rückweg zum Hotel gefolgt und hat's getan. Klingt plausibel. Nun zu Jacoby. Jacobys Tod ist allein Miss O'Shaughnessys Schuld. Was? Erzählen Sie. Wie Sie wissen, trat Mr. Cairo mit mir in Verbindung. Wir erkannten sofort den beiderseitigen Vorteil aus einer Zusammenlegung unserer Kräfte. Cairo ist ein Mann von rascher Auffassungsgabe. Er las an jenem Morgen in der Zeitung die Meldung von der Ankunft der Paloma und erinnerte sich, in Hongkong gehört zu haben, dass man Jacoby und Miss O'Shaughnessy zusammen gesehen hatte. Er erriet sogleich, was geschehen sein musste. Sie hatte Jacoby den Vogel gegeben, um ihn hierher zu bringen. Jacoby wusste natürlich nicht, worum es sich handelt. Dazu ist Miss O'Shaughnessy viel zu diskret. Mr. Cairo, Wilmer und ich statteten also Captain Jacoby einen Besuch ab und hatten das Glück, bei dieser Gelegenheit auch gleich Miss O'Shaughnessy anzutreffen. Es wurde in mancher Hinsicht schwierige Konferenz, aber bis Mitternacht hatten wir Miss O'Shaughnessy endlich zu einer Vereinbarung überreden können, so dachten wir wenigstens. Wir verließen das Schiff und machten uns auf den Weg zu meinem Hotel. Unterwegs sind Sie, der Kapitän und der Falke, uns einfach zwischen den Fingern durchgerutscht. Ein kleines Meisterstück. In Ordnung. Wie hat er ihn umgebracht? Den ganzen Tag sind wir durch die Stadt. Heute am späten Nachmittag haben wir sie entdeckt. Zuerst waren wir nicht sicher. Wir wussten lediglich, dass wir vor Miss O'Shaughnessys Apartment standen. Wir klingelten. Sie fragte uns durch die geschlossene Tür, wer wir seien, und nachdem wir es ihr gesagt hatten, hörten wir, wie ein Fenster geöffnet wurde. Wilmer eilte, so schnell er konnte, die Treppe runter, ums Haus herum, zur Feuerleiter an der Rückseite. Als er in den Durchgang einbog, stieß er mit Jacoby zusammen, der mit dem Falken unter dem Arm davonrannte. Keine einfache Situation für Wilmer, aber er handhabte sie so gut wie unter diesen Umständen möglich. Er schoss auf Jacoby. Mehr als einmal. Aber Jacoby war zu zäh, um zu fallen oder zumindest den Falken fallen zu lassen. Wilmer sah einen Polizisten die Straße heraufkommen, er musste also aufgeben. Inzwischen hatte Miss O'Shaughnessy, Mr. Cairo und mir die Tür geöffnet, nachdem sie das Fenster hinter Jacoby geschlossen hatte, und sie, wir überredeten sie, ja, das ist der richtige Ausdruck, uns zu verraten, dass die Jacoby gebeten hatte, den Falken zu ihnen zu bringen. Wir hielten es für unwahrscheinlich, dass er es so weit schaffen würde, aber es war unsere einzige Chance, und so überredeten wir Miss O'Shaughnessy noch einmal, uns ein wenig unter die Arme zu greifen. Wir überredeten sie, ihr Büro anzurufen und sie wegzulocken, ehe Jacoby käme. Unglücklicherweise hatte es zu lange gedauert, bis wir Miss O'Shaughnessy überzeugt hatten. Was ist hier? Überzeugt hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Hör zu, Kleiner. Bleib, wo du bist, sonst gibst du auf die Glocke. Setz dich hin und halt dein Maul. Ja, Wilmer, es tut mir schrecklich leid, dich zu verlieren. Und du sollst wissen, dass ich dich nicht mehr lieben könnte, wenn du mein eigener Sohn wärst. Aber, weiß Gott, wenn man einen Sohn verliert, ist es möglich, einen neuen zu bekommen. Einen Malteser Falken gibt es nur einmal. Siehst du mal nach, was du in der Küche für uns findest? Kaffee wäre auch nicht schlecht. Ja. Einen Augenblick nur, meine Liebe. Wollen Sie nicht den Umschlag lieber hier im Zimmer lassen? Was meinst du, Sam? Er gehört noch immer ihm. Setzen Sie sich drauf, wenn Sie Angst haben. Sie missverstehen mich. Ein Geschäft, mein Lieber, sollte streng geschäftlich durchgeführt werden. Jetzt zum Beispiel sind nur noch 9 Scheine da. Nun? Ich weiß nicht, Sam. Das will ich genauer wissen. Wir gehen ins Badezimmer. Ich hab den Schein nicht. Das glaube ich ja auch nicht, aber ich muss es wissen. Zieh dich aus. Mein Wort genügt dir nicht. Nein, zieh dich aus. Das tue ich nicht. Na schön, dann gehen wir wieder rüber und ich lass dich ausziehen.
Das würdest du tun. Ich muss wissen, was mit dem Schein passiert ist. Verstehst du denn nicht? Wenn du mich dazu zwingst, tötest du etwas in mir. Davon verstehe ich nichts, zieh dich aus. Danke, jetzt bin ich ganz sicher. Das hättest du mir nicht antun dürfen. Ich habe den Schein nicht gefunden. Also haben Sie ihn verschwinden lassen. Ich habe den Schein verschwinden lassen? Geben Sie es zu, oder muss ich Sie filzen? Weiß Gott, mein Lieber, ich glaube, Sie brächten das fertig. Sie haben ihn verschwinden lassen. Ja. Ich muss sagen, Sie haben diese Prüfung mit Glanz und Gloria bestanden. Nie wäre es mir eingefallen, dass Sie der Wahrheit auf so einfache und direkte Weise auf den Grund gehen. Wie steht's mit der Verpflegung? Kommt gleich. In der Zwischenzeit können wir über das Geld reden. Ja, herzlich gern. Aber ich kann Ihnen von vornherein sagen, dass ich keinen Cent mehr als diese 10.000 locker machen kann. 20. Ich würde sie Ihnen mit Freuden geben, aber 10.000 Dollar sind alles, was ich aufbringen kann. Auf mein Ehrenwort. Geben Sie her. Tut mir leid, dich aus dem Bett. Ja, sehr. In unserem Schließfach liegt ein Briefumschlag. Genau, auf der Hauptpost. Da drin ist ein Gepäckschein. Gepäckaufbewahrung Picnic Station. Ja, das Paket von gestern. Hol es bitte ab und bring's zu mir. Ja, ich bin zu Hause. Und beeil dich. Ja, danke. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Sie zur Tür begleite. Nicht das Geringste. Endlich. Nach 17 Jahren. Wer ist das? Aber wir wollen uns Gewissheit verschaffen. Das ist eine Fälschung! Na schön, nun hast du deinen Spaß gehabt und nun raus mit der Sprache. Nein, Sam, das ist der, den ich von Kemidov geholt habe. Ich schwöre. Das stimmt. Das stimmt. Es war der Russe. Ich hätte es wissen müssen, was für Narren hat er aus uns gemacht. Sam, ich Das haben Sie verpatzt, Sie mit Ihrem blöden Versuch, ihm den Vogel abzukaufen. Damit hat er gewusst, dass er wertvoll ist. Kein Wunder, dass wir so wenig Mühe hatten, ihn zu stehlen. Kein Wunder, dass er mich um die ganze Welt geschickt hat, den Vogel zu suchen. Sie fetter Narr! Also, mein Lieber, was schlagen Sie vor? Sollen wir weiter hier herumstehen, Tränen vergießen und uns gegenseitig beschimpfen? Oder sollen wir nach Konstantinopel? 17 Jahre habe ich mich bemüht, ihn zu bekommen. Wenn ich noch ein weiteres Jahr damit verbringen muss, ist das ein zusätzlicher Zeitaufwand von lediglich 5 15/17%. Ich gehe mit Ihnen. Ich muss Sie um den Umschlag bitten, mein Lieber. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung eingehalten. Sie haben Ihren Vogel bekommen, tut mir leid. Wir haben alle Pech gehabt, mein Lieber. Und ich sehe nicht ein, warum einer von uns das allein ausbaden sollte. Kurz gesagt, mein Lieber, ich muss Sie bitten, mir meine 10.000 Dollar zurückzugeben. Ein Riese. Damit sind meine Auslagen und meine Zeit beglichen. Sie sind ein Mann ganz nach meinem Geschmack. Ein Mann mit vielen Talenten und einem wachen Verstand. Und deshalb können wir uns mit der absoluten Sicherheit verabschieden, dass Sie die Einzelheiten unseres kleinen Unternehmens nicht ausplaudern werden. Ich bin auch überzeugt, dass Sie jetzt auch ohne Sündenbock mit der Polizei zurechtkommen werden. Adieu. Davenport, 2020. Detective Büro, Sergeant Paulhaus, bitte. Hallo, Tom. Ja, hier ist Sam.
Ich hab was für dich. Ja, eine ganze Menge. Also, Thursby und Jacoby sind von einem Jungen namens Wilmer Cook erschossen worden. Ja, Wilmer Cook. Erkläre ich dir alles später. Cook arbeitet für Casper Gutman. Sie wohnen im Alexandria, Suite 12C. Sie wollen abhauen, also mach dich auf die Socken. Ja. Ja, ich bin zu Hause. Wenn sie dich aufhängen. Wenn sie geschnappt sind, werden sie reden. Über uns. Wir sitzen auf Dynamit. Und uns bleiben nur noch Minuten, uns auf die Polizei vorzubereiten. Erzähl mir jetzt alles, schnell. Gutman hat ihn nach Konstantinopel geschickt. Ja, dort habe ich Kairo kennengelernt und ihn gebeten, mir zu helfen. Dann haben wir... Moment. Du hast Kairo gebeten, Kamidov den Vogel auszuspannen. Ja. Für Gutman. Wir dachten, wir beschaffen ihn für uns selbst. Und dann? Ja, dann bekam ich Angst, dass Kairo nicht da spielt und deshalb habe ich Thursby engagiert. Weiter. Ja nun, wir haben den Vogel geschnappt und sind nach Hongkong. Mit Kairo. Wir ließen ihn in Konstantinopel zurück. Im Gefängnis. Wegen einer Scheckgeschichte. Die du eingefädelt hattest. Ja. Schön. Dann bist du mit Thursby und dem Vogel nach Hongkong. Ja, und dann... Ich wusste ja nicht, ob ich ihm trauen kann. Jedenfalls traf ich Captain Jacoby und gab ihm den Vogel. Und dann habt ihr einen Schnelldampfer genommen. Was dann? Ja, dann hatte ich Angst vor Gutman. Ich hatte Angst, dass er mich findet oder Floyd kauft. Das ist gelogen. Du hattest Thursby im Sack und das wusstest du auch. Gegen Frauen war er einfach machtlos. Das geht einwandfrei aus seinen Akten hervor. Reingelegt haben ihn immer nur Frauen und einmal ein Hammel, immer ein Hammel. Du hast ihm gesagt, dass er beschattet wird. Ich hab's ihm gesagt, ja. Ich dachte, er kriegt Angst und verschwindet aus der Stadt. Nicht einen Augenblick habe ich gedacht, dass er ihn einfach so niederschießt. Wenn du das gedacht hast, hast du sogar recht gehabt. Thursby hat Miles nicht erschossen. Was? Miles hatte nicht viel Grips. Aber er war genauso dumm, wie er es verkraften konnte. Er hatte zu viel Erfahrung als Detektiv, um sich von einem Mann, den er beschattet, in eine Sackgasse locken zu lassen, mit zugeknöpftem Mantel die Kanone fest in der Hüfttasche. Aber mit dir, mein Engel, wenn du ihn gebeten hättest, mit dir in die Sackgasse zu gehen, wäre er mit dir auch gegangen, er hätte sich die Lippen geleckt und dann hättest du im Dunkeln so dicht vor ihm stehen und ihn durchlöchern können, wie du wolltest. Sam, das ist nicht dein Ernst. Du weißt, warum hast du ihn niedergeschossen? Ich hab nicht... Du hast Miles und mich gebeten, uns selbst um deinen Fall zu kümmern. Du wolltest sicher sein, dass der Beschatter jemand ist, den du kennst. Und der dich kennt, damit er mit dir geht. Du hast dir die Kanone vorher von Thursby geben lassen. Du hattest bereits seit Tagen dein Apartment im Coronet gemietet. Ja, stimmt, Sam. Ich wollte... Ich kann dir nicht ins Gesicht sehen und es dir sagen. Du hast gedacht, Floyd greift ihn an. Und einer von beiden beißt ins Gras. Erwischte Thursby, bist du ihn los. Erwischte Miles, wird Floyd geschnappt und aus dem Verkehr gezogen. Richtig so. Ungefähr so. Und als du gemerkt hast, dass Thursby Miles gar nichts tun will, hast du dir seine Kanone besorgt und es selbst gemacht. Stimmt's? Ja, aber nicht genau. Und dann hast du gehört, dass Thursby umgelegt wurde. Und da hast du gewusst, dass Gutman hinter dir her ist. Und deshalb brauchtest du einen neuen Beschützer. Und deshalb bist du zu mir, richtig? Ja, aber nicht nur deshalb. Ich wusste doch vom ersten Augenblick an, als ich dich sah... Naja, wenn du Glück hast, bist du in 20 Jahren wieder raus aus St. Quentin und kannst zu mir zurück. Sam. Ich hoffe, mein Schatz, dass sie dich nicht aufhängen an deinem süßen, schlanken Hals. Sam, du hast nur mit mir gespielt. Nur so getan, als ob. Du hast mich... Du liebst mich gar nicht? Du bist mit mir ins Bett, um meinen Fragen zu entgehen. Du hast mich gestern reingelegt mit deinem gedrückten Hilferuf. Du bist gestern Abend mit ihnen hierher, hast auf mich gewartet und mich zu ihnen geführt. Als die Falle zugeschnappt hat, hast du in meinen Armen gelegen. Ich hätte mich nicht mal wehren können. Du lügst! Jetzt lügst du! Wenn du sagst, dass du trotz allem nicht weißt, dass ich dich liebe, lügst du! Na und? Lass mich jetzt gehen. Nein. Wenn ich dich nicht der Polizei übergebe, bin ich selbst dran. Nicht einmal das willst du für mich tun? Warum tust du mir das an? Bestimmt hat dir Miles viel bedeutet. Miles war ein Arsch. Du wirst mich nie verstehen. Ja, ich versuch's noch einmal.
Wenn der Partner eines Mannes ermordet wird, muss dieser Mann etwas tun. Egal, ob er ein Arsch war, er war sein Partner. Wir befinden uns nämlich zufällig in der Detektivbranche. Und wenn einer aus der Branche ermordet wird, ist das schlecht fürs Geschäft, wenn der Mörder damit durchkommt. Ich bin Detektiv. Und wenn man von mir erwartet, Verbrecher aufzuspüren und sie laufen zu lassen, dann ist das so, als ob man von einem Hund verlangt, ein Kaninchen zu fangen und es wieder laufen zu lassen. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht so... Ich bin noch nicht fertig. Viertens. Egal, was ich jetzt tue, ich kann ihn nicht laufen lassen, ohne mich selbst einen Galgen zu liefern. Fünftens. Wenn ich dir vertraue und damit durchkomme, hast du was gegen mich in der Hand, was du jederzeit gegen mich ausspielen kannst, wann immer es dir passt. Sechstens. Da ich ja auch was gegen dich in der Hand habe, kann ich nie sicher sein, ob du nicht auch mir eines Tages ein Loch in den Bauch schießt. Siebtens. Mir wird schon bei dem Gedanken schlecht, dass es auch nur eine Möglichkeit von 1 zu 100 geben könnte, dass du mich verarschst. Und achtens. Oh, es reicht schon. All das liegt auf der einen Seite der Waagschale. Und was haben wir auf der anderen? Dass du mich vielleicht liebst. Und dass ich dich vielleicht liebe. Aber du weißt doch, ob du mich liebst. Mal angenommen, ich liebe dich, was dann? Einen Monat später ist es vielleicht schon vorbei. Ich kenne das. Und was dann? Sam. Hör zu. Wenn du das alles nicht kapierst, vergiss es. Dann sag ich so. Ich werde es nicht tun. Weil alles in mir sagt, hol's der Teufel, scheiß auf die Folgen, tu's. Und weil... Hol dich der Teufel. Du genau damit bei mir gerechnet hast. Genau. Wie bei den anderen. Sieh mich an, Sam. Und sag mir jetzt die Wahrheit. Hättest du mir das angetan, wenn der Falke echt gewesen wäre und du dein Geld bekommen hättest? Hallo, Tom. Hallo, Lieutenant. Habt ihr sie? Wir haben sie. Prima. Hier habt ihr noch eine. Sie hat Miles umgebracht. Bringen Sie noch ein paar Beweise, ein paar Kanonen, 1000-Dollar-Schein, mit dem ich bestochen werden sollte. Gutman ist tot. Wilmer Cook war gerade damit fertig, ihn zu durchlöchern, als wir hinkamen. Darauf hätte er eigentlich gefasst sein müssen. Morgen, mein Engel. Stimmt das, was in den Zeitungen steht? Was in den Zeitungen steht, stimmt. Aber was war denn mit deiner weiblichen Intuition? Hast du ihr das angetan, Sam? Dein Sam ist Detektiv. Sie hat Miles umgelegt. Einfach so. Nein. Fass mich jetzt nicht an. Bitte. Ich weiß ja, dass du recht hast. Aber fass mich jetzt nicht an. Nicht jetzt. Alva ist drin. Ja. Schön. Der Malteser-Falke. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. 2. und letzter Teil. Es sprachen Sam Spade, Dieter Laser, Bridget O'Shaughnessy,
Susanna Fernandes-Geneva, Joel Cairo, Jens Wawracek, Effie Perrine, Sascha X, Kasper Gutman, Peter Fricke, Wilmer Cook, Benjamin Reding, Lieutenant Dundee, Hans-Jürgen Gerd, Detective Sergeant Pollhaus, Peter Dirschauer, Ruja Gutman, Sabine Niethammer, Taxifahrer, Götz Argus, Duke, Gerd Andresen, Kapitän Jacobi, Klaus Spürkel, Portier, Andreas Serda und Sprecher, Matthias Brüggemann. Ton, Roland Seiler, Technik, Regine Schneider, Regieassistenz, Birgit Kehrer, Musik, Gerd Bessler. Hörspielbearbeitung und Regie, Norbert Schäffer. Produktion, Südwestfunk, Hessischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk aus dem Jahr 1996. Dramaturgie, Klaus Schmitz.